Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ameisen Alex. Heute packe ich dieses Paket hier aus. Es ist eine neue Ameisenart, wie man es sich schon denken könnte. Und los geht's. Diese Kolonie habe ich von Tetatistik und Co. bekommen. Ich kann ihn ja mal in der Beschreibung verlinken. Der hat sie mir geschickt und die sind jetzt nach 2 Tagen angekommen. Und dann wollen wir es mal auspacken, oder? Genau, das haben wir jetzt das Haus bekommen. Danke für diese Maschinenkäfer. Lustig. Aber cooles Gimmick. Dann haben wir hier nochmal Luftpolster. Und da sehe ich schon die ersten Ameisen. Ein gutes Heatpack. Ist auch schon mal gut. Es ist zwar nicht mehr warm, aber ich glaube, für die Fahrt hat es definitiv gereicht. Und jetzt, ich habe die im Nest bekommen gehabt. Also dafür auch schon mal Props. So, das hier ist die Kolonie. Und die Kolonie ist für Camponotus ja enorm groß, muss man sagen. Und hier flitzen schon die ersten durch die Röhrchen. Also hier meine Hand im Vergleich. Also die sind schon enorm groß, muss man sagen. Und was ich hier sehen kann ist, hier ist ein bisschen Schimmel, aber ich glaube, das kann man dann noch entfernen, ist ja nicht so schlimm. Hier ist eine Erweiterungsmöglichkeit. Und hier ist so die Hauptkammer. Ich hoffe mal, man sieht irgendwas. Wegen den so vielen Ameisen. Und guckt euch da diesen Bruthaufen an. Das wird ja dann nochmal was. Genau. Hier meine Hand im Vergleich, also die sind schon echt riesig. Ich hätte die mir viel kleiner vorgestellt. Beim Anstor steht hier zum Beispiel 14 mm, aber das sind keine 14 mm, das sind schon bestimmt mehr. Also für Camponotus festinus, deswegen bin ich mir nicht sicher bei der Art. Genau, was ich hier oben noch sehe, ist einige Majorse und eine Jungkönigin. Und es müsste sich noch eine hier verbergen. Also 2 Jungköniginnen sind in der Kolonie vorhanden. Und ja, eine Königin. Das Plexiglas ist echt gut verklebt, muss ich sagen. Und die Königin sehe ich jetzt nicht mehr, aber ich habe die gerade gesehen gehabt. Und hier im Schlauch will ich euch das jetzt mal zeigen. Das sind die jetzt auch schon wie wild unterwegs. Und da ist eine besonders große. Die ist größer als mein Zeigefinger. Also, das ist schon enorm. Hier ist auch nochmal eine Möglichkeit, sie anzuschließen. Ja, ich schätze mal, hier sind bestimmt 400 Arbeiterinnen. Also, da ist die zweite Jungkönigin. Da ist eine Jungkönigin. Und da. Genau, ich freue mich schon auf diese Camponotus-Art. Da sie jetzt einfach mal eine Camponotus-Art ist, die relativ groß ist. Also, ich würde sagen,
wenn man die neben Camponotus lignipertus legt, kann man das schon was vergleichen, würde ich jetzt meinen. Also besonders bei den großen. Hier sehe ich ein paar kleinere, aber macht ja nichts. Schön finde ich auch die Färbung dieser Art. Die sind so gelblich und manche sind auch dann am Gaster komplett schwarz. Also das ist auch schon mal sehr, sehr schön. Ich habe mir die jetzt auch geholt, weil die natürlich so schön groß sind. Also ich dachte, die sind um einiges kleiner. Die sind dann doch schon einen Ticken größer als Nicobarensis. Und ich habe mir die Kolonie auch geholt, weil es eine große Camponotus-Kolonie ist. Ich hatte ja bis jetzt immer nur kleine Camponotus-Kolonien. Und das dauert bei Camponotus einfach 1 bis 2 Jahre, bis die überhaupt 150 Arbeiterinnen haben. Und dann ist da auch gar keine Aktivität. Und die Königinnen sind sehr empfindlich. Also bei manchen Arten, bei Camponotus sind die Königinnen so empfindlich in der Zündungsphase. Und Statistik und Co., den kenne ich halt vom Discord-Server. Und es war auch so die einzige Camponotus-Kolonie, die größer ist und verfügbar war. Ich freue mich schon auf diese Art und die Videos, die ich euch dann zeigen werde. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.